Servus die Maul und grüß euch die Buben. Wir haben heute den 31.12. Silvester. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr und ich will noch ein bisschen Auszeit draußen genehmigen, ein bisschen relaxen. Die Sonne geht unter, werden wir irgendwo unterwegs. Wäre nicht sehr weit gehen, Gerd ist mir heute nicht in mein Lager, in mein Ex-Lager, gehe woanders hin. Suche mir ein kleines Platz, da mache ich mir es gemütlich und bleibe ein, zwei Stunden dort und dann geht es heim zur Familie. Ja, ich denke, ihr seid sowieso dabei, also gehen wir es einmal an. Ja, ihr werdet natürlich das Video erst sehen, das Silvester schon lange vorbei. Ich hoffe, ihr seid alle gut umgerutscht. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo es gemütlich ist. Ja, schön zum Sehen, da hinten geht die Sonne unter. Und jetzt beeile ich mich ein bisschen, weil jetzt wird es dann wahrscheinlich bald finster sein. Habe ich mir es inzwischen gemütlich gemacht, ein bisschen das Tarp aufgespannt. Ist zwar windstill, aber wisst ihr, in der Gemütlichkeit war es. Da hinten leicht schon mal Schweizer Faltlaterne. Ja, hab da jetzt ein bisschen gemütlich. Ich habe da heute meinen Holzvergaser dabei. Und zwar, ich habe den heute einmal extra hergekriegt für, wie man den Holzvergaser wirklich benutzt. Ja, habe den jetzt einmal angefüllt mit Holzeln, wie sie sich halt gehört. Und den werden wir dann von unten entzünden. Ja, bin schon gespannt, wie sie das macht, aber in der Zwischenzeit, bevor es jetzt noch ganz finster wird, machen wir sich einmal ein Käfchen auf dem kleinen Dachs. Ja, da riecht jetzt einmal alles her und dann schauen wir natürlich weiter. So, nicht alles herrichten, dass wir es bei der Hand haben. Und geht schon. Jawohl. Fertig ist mein Baby. Herrlich. Ja, und wie immer gilt natürlich mein erster Gruß meinen Krankensaison. Und den Rest, den an gesund geblieben Post heute. Ja, wir haben angenehme Temperaturen, wir haben, ich glaube, 6 Grad. Ja, 6 Grad. Und es ist 5. Ja, ich sage mal so ein, zwei Stunden bleibe ich da und dann ziehe ich wieder Richtung heim zur Familie, aber die paar Stunden gehören mir und euch. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an den Bastian vom Shop Military Basic. Das war mein Weihnachtsgeschenk von ihm. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Die bekommt man nämlich verdammt schwer, diese Lampen. Und die sind ja sowas von geil. Ja, die sind schon einzigartig. Ja, das ist schon ein eigenes Ambiente. Mit so einer Kerze. Das ist schon urgeil. Und habt ihr keine Chance, dass die ausblasen könnt. Unmöglich. Da kann schon ein Sturm gehen. Da mal um. Wird schon ordentlich blöd. Ich bin nur froh, dass wir Froschel daheim gehört mit. Der ist ja absolut schussfest. Den stört das alles nicht. Das taugt mir wenigstens was. Wenigstens einer, der was sich weniger fürcht. Ja. Kaffeetschel ist fertig. Hobo brennt auch schon schön. Schauen wir sie gleich mal an. Das, was ich jetzt ein bisschen raucht, ist der Kindspann. Ist klar, aber. Ja. Ja, jetzt schalten wir das Licht an, genießen die Atmosphäre ein bisschen, ne? Würde ich sagen. Ja, wie Holzvergaser im Brenner soll, von oben nach unten. Und schöne Sekundärverbrennung.
Ja, einen kleinen Snack haben wir auch mitgenommen. Und so eine scharfe, ja Freunde, die kennt ihr eh. So. Schauen wir mal, was sie da tut. Ich habe mir jetzt sicher jetzt aber ein bisschen Holz von daheim mitgenommen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, ist ja alles nass noch. Mal ein bisschen nachlegen. Mal ein paar schönere Flammen grillen. Ja. Gibt's was Gemütlicheres? Ja, mein Würstel riecht auch schon. So da. Ja, ich glaube, das ist soweit. Jawohl. Das gehört mir. Ja, Freunde, ich lasse mir das jetzt einmal schmecken. Ich habe natürlich heute einmal wieder nichts mit. Nämlich gar nichts. Das ist ein kleiner Snack. Mhm. Perfekt. Und dazu gibt es heute einmal wirklich ein Red Bull. Das hat die Tochter organisiert. Also. Den sind Prost, Freunde. Ja. Ah, das bringt wieder die Tinte auf den Füller. Ja. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber ich werde es jetzt zusammenessen und dann schalte ich euch wieder dazu. Gewaltig, wie viel Wildgänse da drüber fliegen. Die schnadern was zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das darf hätte ich mir einspulen können, aber wisst ihr, wegen dem Ambiente ist das wieder mal. Ne? Ja, was sagt die Zeit überhaupt? Naja, es ist 18 Uhr vorbei. Perfekto. Ja, und ich würde sagen, Hobo, ich sehe schon Maski. Die ist schon fast ausgegangen. Schauen wir gleich nicht an. Lache aus, Wasser drüber. Und dann packe ich sie langsam zusammen. Und ab zur Familie, weil die wollen ja auch was von mir haben. So, da. Ja, das schaut ja gut aus. Da ist nicht mehr viel überblieben. Schaut das aus, wenn die Faltlaterne zusammengelegt ist. Da gibt es ein eigenes Sackerl dazu. Der Kletter ist von mir. Ich, wie ist sie, mag das nicht, wenn das schäbert. Und daher ist bei mir das alles schön zusammengehängt. Und Kerzerl. So schaut das dann aus. Auf das bin ich alles stolz. Ja, da werden wir mal schön langsam einräumen. Die ist geabmagelt zusammen. Der leistet ja auch super Dienste, da gibt es gar nichts. Der ist echt urgeil. Also der war vom Vierte, also wirklich, das war echt super. Geil. Das hat mir noch gefällt. Für meine müden Glieder. So, Aushänger, zurückkloppen, zuschirmen, fertig. Und so klar ist es.
Echt super. So, da. Passt, gehen wir. Ja, ich habe die Lampen nicht aufgehört. Eine hat sich schon fast verabschiedet. Aber ja, mit der komme ich schon noch bis an. Zum Glück kenne ich mich ein bisschen aus in meinem Hauswald. Ja, Freunde, ich werde mich gleich hier mitten im Wald von euch verabschieden. Ich packe jetzt die Kamera weg beim Zurückgehen, dass ich ein bisschen was sehe vom Weg. Ich sage wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Sag noch einen schönen Tag, schöne Wochen und servus die Madeln und pfiat euch die Buben.